Sehr schön. Alle reparieren hier. Und wir haben noch etwas Geld. Was machen wir denn damit? Ja, wir rüsten mal die Straße auf. Das ist doch gut. Sonst noch irgendwas? Artilleriefabrik. Ja, komm. Und weiter geht's. Oh oh. Da kommen die. Na, das ist ja lächerlich. Die traurigen Überreste der französischen Marine. Okay, dann stellen wir die halt gleich woanders hin. Oh, noch einer. Ja, gegen die Schaluppe haben wir keine Chance. Das ist weg. Das ist jetzt ärgerlich, aber gut, nicht zu ändern. Dafür haben wir ja gleich... Ah, die Dampfmaschine. Oh, und das ermöglicht uns den Bau eines dampfbetriebenen Trockendocks. Und das wiederum ermöglicht uns zum Beispiel den Bau von 122ern schwerer erster Klasse oder verschiedenen Dampfschiffen, wenn wir die entsprechenden Technologien haben. Oder auch Raketenschiffen. Also das bauen wir schon mal. Wir haben in Spanien jede Menge Truppen erobert. Die brauchen wir auch, wie ich gerade sehe. Und ich rekrutiere hier auch mal einen General. Der ist ganz gut. So. Ah, Schottland. Und neue Handelsschiffe. Pelze. Tabak. Zucker. Tee. Und die kommen nächste Runde dann noch dazu. Also das lassen wir uns überhaupt nicht gefallen hier. Ist noch nicht bescheuert. Die Flotte ist frisch repariert. Da werden wir den Franzosen und Spaniern im Mittelmeer mal ordentlich einheizen. Das kommt ja gar nicht in die Tüte hier. So ein Mist. Ja, die Britannien handelt tatsächlich mit Frankreich. Und die haben auch gute Beziehungen. Also das ist schon mal sehr schön. Wir rücken hier weiter vor. Hier ist ein General und ein paar Truppen, die dann bei der Belagerung ja immer noch aufgestockt werden, um einige bewaffnete Bürger, die aber nicht so gut kämpfen können. Ja. Ich bin ja echt jetzt versucht, Paris einzunehmen, ne? Aber hier ist junge Garde und... Oh, Grenadiers à Cheval, nee, nee, nee. Weil die würden wir trotzdem schlagen. Aber hier sind Verstärkungstruppen und das ist immer ein mega Aufwand, die dann anschließend alle zu vernichten. Nee, den Österreicher will ich nicht umbringen. Ich jag mal das Kollegen in die Luft, genau. Ja, und die schlagen wir auch mal. Genau. Undaunted, undefeated. By the left. Oh, und noch eine neue Fähigkeit für den General. Mehr Moral, das ist doch gut. Jo. Ich baue nächste Runde mal in Großbritannien noch eine Armee auf. Ich glaube, ich hole den Wellington doch hier runter. Oder marschiere mit ihm einmal quer durch Frankreich, das geht auch. Um dann hier die beiden südlichen Provinzen zu erobern. Und dann zum Schluss die Provence. Vielleicht auch noch Italien. Und wenn der hier Navarra erobert hat, lassen wir da eine kleine Truppe zurück und setzen dann über Richtung Palma de Mallorca. Das ist ein guter Plan, so machen wir es. Aha. Place of learning and culture.
In Europa verändert sich nicht so viel. Also in Mitteleuropa, da kämpfen immer noch Franzosen, Österreicher und Preußen gegeneinander. Ach, wie schön. Wir haben einen spanischen Spion erschossen. Ich hoffe nur, dass Hannover sich... Sehr gut, hat keine Kriege, hat nur Freunde, das ist gut. Zwei... Oh! Taktik von wehrpflichtigen Armeen ist fertig. Da bauen wir doch gleich mal. Militärakademie und auch das Artillerieministerium. Und bilden schon mal die ersten Truppen aus. Handelsschiff. Du gehst aber zum Kaffee, mein Freund. Und du attackierst diese blöde Mini-Flotte hier. Eine Schaluppe, ich glaube das nicht. Ha. Die haben wir sogar noch übernommen. Ist doch wunderbar. Schotterstraßen. Sehr schön. Ja. Okay. Das kämpfen wir mal so. Nächste große Landschlacht. So. Ich achte eben darauf, dass wir unsere Kanonen richtig hinstellen. Was ja auch relativ Wumpe ist, denn ich setze ja bekanntermaßen auf berittene Artillerie, die eben, weil sie beritten ist, sich sehr fix über das Schlachtfeld bewegen kann. So, also der Rest sieht gut aus. Da müssen wir uns gar nicht drum jetzt scheren. Ja, so. Ihr geht mal hier schön hin. Im Zack-Zack-Galopp bitte. Wisst ihr gerne, sind das die bewaffneten Bürger? Ja. Die stellen wir mal hier hin. Direkt an die Front. Und lassen große Teile unserer Infanterie oder... Nee, ein Teil der Infanterie schnell hinterher marschieren. Die stellen wir mal hier in die Stadt. Stellungskampfmäßig. Ich lasse die mal rennen, auch wenn die dadurch sehr schnell erschöpft werden. Aber das müssen wir jetzt einfach riskieren. Ja, die ziehen sich schon zurück, das sehe ich. Gehen wir eben noch näher ran. Ist mir sowas von egal. Wir können aber rennen hier. Ein bisschen rennen kann nicht schaden und ihr auch. So, stopp. Abrotzen. Und wenn das hier nichts wird, dann machen wir das eben erstmal mit Kanonen. Aber ich sehe schon, die kommen vielleicht doch näher. Die stehen jetzt so ein bisschen blöd. Weil ich die mitten in der Fahrt habe abkrotzen lassen. Das war nicht so schlau. Aber sie schießen, ja. Ach, es ist Leichtinfanterie. Na, ja, ist auch egal. Ihr müsst die eher beschützen, liebe Leute. Okay, dann schieße ich doch auf den Generalstab mit Kanonenkugeln.
ja in der Dänemark-Schlacht auch schon mal geklappt. Noch ist er nicht tot. Noch. Die rushen mal voll rein hier. Ihr geht mal ganz fix hier in Stellung. Und dann zimmert ihr voll auf die... die anstürmenden... Ja, sauber. Aus allernächster Nähe. Und ihr, Jungs, ballert auf die bewaffneten Bürger. Und ihr... macht mal sowas hier. Hier zimmert darauf. Jetzt will ich mir mal angucken hier. Noch sind es 160. Ja. Jetzt sind es 127. Und da hinten geht er auch mal drauf. Jetzt hier voll drauf zimmern. Aha. Ja, manchmal schaffen die es irgendwie in den Nahkampf zu kommen. Und die lange Feuerrate der Artillerie ist da nicht hilfreich. Das ist sozusagen die einzige Gefahr. Aber jetzt kriegen sie es voll drauf. Ja, aus allerhöchster Nähe. So, wieder automatisch das Ziel suchen. Hier ist alles wunderbar. Mal darauf. Hier kommen auch die ersten Linieninfanteristen. Die jetzt aber... ich muss aufpassen, dass meine Linieninfanterie nicht auf meine Kanoniere schießt. Das wäre das Allerärgerlichste. Motiviert die mal, das heißt, dann können die genauer schießen. Die lasse ich mal abhauen und durch die ersetzen. Jawohl. Das sieht doch mal gut aus. Da jetzt reinzimmern, bitte. Oh Mist, die gehen in den Nahkampf. Oh nein. Dann ziehe ich die Artilleristen immer lieber zurück, bevor die da im Nahkampf sterben. So, jetzt kann ich sie auch schon wieder rangeben lassen. Ich lasse die Kavallerie den Rest erledigen hier auf dieser Flanke. Hier haben wir längst gewonnen. Das Zentrum macht mir ein bisschen Angst hier. Jetzt auch mal hier. Ja, sehr schön. Komm. Ein glorreicher Sieg, Sir, gehört bald Ihnen.